Es fällt mir wirklich schwer, den Unterschied zwischen der Rebellen-Lina von vor 5 Jahren und der 24-1-Lina jetzt festzumachen. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen ehrlicher zu mir selber bin und viele Dinge verstanden habe in diesem Zeitraum, warum ich vielleicht so bin, wie ich bin oder warum ich halt auch eben nicht so bin, wie ich vielleicht gerne sein würde. Zum Beispiel, vielleicht ist es ganz normal, Panik vor irgendwelchen Auftritten zu haben oder ganz normal Konflikte niemals ansprechen zu können. Und damals war ich halt so, ja, das regelt sich schon alles irgendwann. I don't care. Und jetzt ist es ein bisschen so, dass man halt auch gerade während der Pandemiejahre, glaube ich, auf den Boden der Tatsachen angekommen ist. Und mit 25 dann natürlich auch irgendwann versteht, okay, ich werde mich nicht für immer wie eine 19-Jährige da durchwursteln können. Und deswegen muss ich einfach, glaube ich, noch ganz viel dazu lernen und immer mehr mich trauen. In welchen Situationen kriege ich Selbstzweifel? Ich kriege eigentlich ganz oft welche. Eine bessere Frage wäre wahrscheinlich, wann nicht. Da kann ich auch mit mir alleine sein und vorm Spiegel stehen und schwupps. Ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man so als Päckchen mitkriegt aus der Kindheit, obwohl ich da zum Beispiel immer sehr viel Absicherung bekommen habe und meine Eltern mir immer gut zugesprochen haben. Also das ist manchmal auch sehr verwirrend, dass man dann doch teilweise sehr unsicher ist. Dann bin ich natürlich früh innerhalb dieser Branche aufgewachsen. Ich glaube, das hat mir so einen kleinen Knacks verpasst. wenn man immer irgendwie von außen auch bewertet wird, ganz viele Meinungen hat. Und wenn man nicht bewertet wird von anderen, bewertet man sich einfach selbst. Und ich glaube, durch Social Media machen wir das alle jetzt sehr arg. Ich bin auf jeden Fall gerade dabei, zu versuchen, mich selber mehr zu lieben oder das zu lernen, insofern man das lernen kann. Ich weiß auch nicht, ob Selbstliebe nicht vielleicht einfach so ein riesiger Begriff ist, an dem man gar nicht rankommt. Ich finde das immer so ein bisschen, es ist immer so Self-Love, wuhu! Und man denkt sich so, ja, wann? Und deswegen habe ich mir jetzt eigentlich eher so zum Ziel gesetzt, dass man sich einfach akzeptiert, dass man manche Sachen einfach einsehen muss. Ich werde wahrscheinlich immer mal wieder gefühlt dumme Sachen sagen, obwohl sie vielleicht gar nicht dumm waren, aber einfach, wenn ich emotional bin, dann rede ich schnell und viel und denke vielleicht nicht so ganz doll drüber nach. Dann wiederum habe ich Momente, in denen rede ich fast gar nicht, weil ich alles komplett zerdenke, eben weil ich so viel Angst davor habe, was Falsches zu sagen. Weiß ich nicht, für mich ist es immer eine ganz schöne Sicherheit. Zum Beispiel ist mein Freund, bei dem bin ich, glaube ich, einfach sehr ungefiltert. Letztens hat er mir so einen Sticker ans Bett geklebt, wo so drauf steht, du wirst geliebt, und das finde ich einfach so niedlich. Weil jetzt wache ich auf und dann sehe ich das.